Meine Mäuse. Heute ist wieder Pinkboxen-Time und ja, gerade hat der DHL-Bote wieder geklingelt. Das ist eigentlich immer derselbe. Ich weiß mittlerweile schon, wenn ich sehe, dass er die Treppe hochkommt, dass er meine Pinkbox bringt. Und ja, habe ich gerade halt wieder so gemeint, na, ist wieder soweit. Und er so, ja, und ja, hin und wieder muss man so ein klitzekleiner Smalltalk sein. Auf jeden Fall habe ich meine Pinkbox erhalten und ja, ich habe den Karton gerade schon mal geöffnet, die Box an sich aber noch nicht. Auf jeden Fall befand sich da zum ersten von Zalando ein 5-Euro-Gutschein drin. Letztes Mal ja auch schon. Ich habe bisher noch nie etwas bei Zalando bestellt, weil ich da irgendwie nicht so gekommen bin und ich finde die Preise irgendwie auch ein bisschen gepfeffert. Hier ist zum Beispiel von Grazia eine Lederjacke, die würde 119,95 € kosten und das finde ich ein bisschen gepfeffert. Es kommt natürlich immer auf die Qualität an. Wenn die Qualität dementsprechend gut ist, dann kann man den Preis natürlich investieren. Das war da drin. Dann war da ein Flyer drin von einem neuen Nagellack. Dieser soll wohl irgendwie so von der Textur her sein, dass der kratzfest ist und dass man ihn irgendwie in 10 Minuten entfernt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß nur nicht, ob ich davon einen Nagellack in meiner Box haben werde. Keine Ahnung, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich bin auch so, ich gucke nie auf der Seite von der Pinkbox vorher nach, welche Produkte in der Box drin sind, weil sonst wäre die ganze Spannung hin und ich will mir das einfach nicht verderben. Ja, endlich gibt es die Spar-Packs von Shellac. Dieser Nagellack hält 14 Tage, 100% kratzfest. Aufzutragen wie Nagellack, haltbar wie Gel, kein Fall nötig, in 10 Minuten entfernt. Wichtiger Hinweis, mit einem der Shellac-Sparpacks erhalten Sie alles, was Sie für die perfekte Shellac-Maniküre benötigen. Sparen Sie noch heute bis zu 156,72 €. Ja, dann ist hier halt so ein angegeben, wie man das Ganze halt abonnieren kann. Also wie man das bestellen kann. Naja. Ich glaube, ich werde mich da nicht so zu hinreißen. Nie. Dann war da was drin. Das ist wohl noch relativ neu. Auf jeden Fall die Revolution in ihrer Küche. Appetit bekommen. www.hellofresh.de. Und dann ist hier halt so eine 20-Euro-Karte dran. Also es ist wohl eine Box, wo frische Zutaten und Rezepte drin enthalten sind, was jede Woche einmalig geliefert wird. Und das soll wohl alles sehr frisch sein. Ich meine, hier gibt es in YouTube schon die Brunch Box, heißt es, glaube ich, oder Brunch Box oder irgendwie so in der Art. Ich denke mal, das ist sowas Ähnliches. Auf jeden Fall interessiere ich mich da nicht so wirklich für. Ich finde das dennoch eine wirklich große Leistung, da so ein 20-Euro-Kärtchen beizutun, weil, ja, sind wir ehrlich, 20 Euro sind auch Geld. So, um diesen ganzen Magazin- und Flyer-Schnickschnack hinter uns zu bringen, ist mir eine Zeitschrift ins Auge gefallen, die ich bisher persönlich noch nie kannte. Ja, es ist die aktuellste Ausgabe, es ist die Nummer 10, Oktober 2013. Okay, da sage ich nichts gegen, weil ich habe das schon mal mitgekriegt, dass welche irgendwie so Zeitschriften gekriegt haben, die jetzt, sage ich einfach mal, in dem Sinne Restmüll waren. Weil da dann irgendwie, wenn sie die im August gekriegt haben, stand da zum Beispiel drauf Mai 2013 oder so und das muss nicht sein. Das Magazin heißt auf jeden Fall Clivia Haare, Schönheit, Leben. Mode
Mantelschau, Reise, Wellness, Hotels in Deutschland, Beauty Spa at Home. Jetzt hier im Heft entdecken Sie die erste Salonmarke für dünner werdendes Haar in den USA. Nioxin. Sieht das Heft aus. Und da sind mir, wo ich das vorhin mal durchgeblättert habe, so im groben Überblick, sind mir da halt schon ein paar Frisuren ins Auge gestochen. Hier ist unter anderem für Rätselverrückte ist hier ein Rätsel drin oder so Doku. Sternzeichen, dann ist hier so abgebildet, wer wann wo auf seiner Tour anzutreffen ist. Mode ist natürlich hier drin enthalten. Wie ich das gerade erwähnt habe, Frisuren. Ist hier sowas. Also scheint auf jeden Fall meiner Meinung nach ein interessantes Heft zu sein. Das interessiert mich etwas mehr als die Schöner Wohn. Also die Schöner Wohn liegt mir überhaupt nicht, aber das hier spricht mich mehr an. So. Ich glaube, ich muss euch zu diesen Boxchen hier, sage ich jetzt einfach mal, muss ich euch nichts mehr sagen. Ich meine, ihr müsstet sie mittlerweile alle kennen, weil es kam schon so oft so, ja, Pinkbox hier und da und hast du nicht gesehen und ja, Schleifchen wieder. Natürlich öffnen, sonst kommt man nicht an die Produkte. Vielleicht schaffe ich es heute ja mal wieder, das Wiegeln nicht samt Papier abzureißen, sondern dass ich das einfach so wieder entferne. Ich habe es geschafft. Auf jeden Fall die Karte. Die Karte brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Die legen wir erstmal zur Seite. Oh! Bernard of Hollywood. Marilyn. Body Lotion. Bei Victory und Bubbles. Massieren Sie die Body Lotion auf Ihre trockenen Körperstellen. Bei täglicher Anwendung erhalten Sie ein angenehm weiches Hautgefühl. Da sind 200 Milliliter drin. Also es ist wohl so eine Body Lotion von der Marilyn Monroe. Kenne ich so persönlich jetzt überhaupt noch gar nicht. Boah, die Flasche ist so kalt. Die Flasche ist wie eisgekühlt. Auf jeden Fall finde ich daran schon mal gut. Es fällt mir jetzt sofort auf, wo ich sie das erste Mal in der Hand habe, dass sie bis oben hin gefüllt ist. Also das ist nicht so eine ja, wie beschreibe ich euch das? Also es ist nicht so zu sagen, ein Schubser ins kalte Wasser, dass ihr dann irgendwie nur bis hierhin eine Menge an Bodylotion drin habt oder so. Also, nee. Hier ist anscheinend wirklich die Fülle bis oben hin und es ist Marilyn Monroe. Gegen Marilyn Monroe sage ich auch nichts. Ich finde, die Frau war eine sehr hübsche und ja, ich habe von der Marilyn Monroe sogar selber einen Regenschirm. Weil ich mir den mal irgendwann, da gab es den noch bei Teddy, da hatten die da irgendwie so eine kleine Kollektion, hatten die da so Marilyn Monroe Einkaufstaschen und alles Mögliche und ich habe mich für den Regenschirm interessiert, hatte ihn in einem Prospekt gesehen, deshalb bin ich halt da drauf gekommen und wollte ihn dann auch unbedingt haben und bis heute habe ich ihn immer noch. Er hat zwar schon ein bisschen bei Regenschirm gelitten, aber er lebt immer noch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da dran riechen können. Ja, können wir natürlich nicht. Da ist ein Hygienesiegel dran. Das kommt mir nämlich jetzt mit der Bodylotion sehr gut gelegen, weil ich momentan, oh, doppelte Siegel. Noch besser. Weil ich momentan das Problem habe, ich habe bis vor kurzem, habe ich noch die Bodylotion von der Zuckerschnute verwendet, von Balea. Und die muss ich jetzt leider wegtun, weil, ja, oder weiterreichen, weil ich festgestellt habe, dass ich auf sie allergisch reagiere, weil auf einmal abends meine Beine angefangen hatten zu jucken und das hat nicht mehr aufgehört. Also bei mir löst diese Bodylotion
Zuckerschnote vom Balea auf jeden Fall Juckreiz aus. Das wäre schön, wenn ich das hier jetzt aufkriegen würde. Egal. Wollen wir mal gucken. Hygienesiegel sind immer gut. Aua! Ja, wehtun wollte ich mir natürlich hier nicht. Hallo? Wie wär's denn so rum? Warum geht das nicht? Warum? Warum, warum, warum? Ach, Manu. Also die Person, die sich diesen Hygienesiegelverschluss hier von der Bodylotion ausgedacht hat, der hat es ein bisschen zu gut gemeint. Er sitzt ja so bombenfest hier drauf, hör mal. Ey, geh auf! Aber wie? Aber wie? Ich habe das Gefühl, ich rieche da schon durch. Boah, wenn das wirklich so riecht, wie ich das gerade in der Nase hatte, dann riecht das nach Tabak. Ich mach das mal eben irgendwie mit einer Schere oder so auf. Ich bin sofort wieder da. Geht's auch. Also ich habe da jetzt das mehr oder weniger mit der Schere vergewaltigt, wie ihr sehen könnt. Und ich weiß nicht, dieser Geruch erinnert mich irgendwie ein bisschen an Tabak und irgendwie auch an Kneipe. Aber es scheint irgendwie auf jeden Fall was mit Vanille zu sein. Ich weiß nicht, das riecht irgendwie wirklich wie Kneipe und Tabak, aber mir gefällt das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Riecht auf jeden Fall interessant. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und Bodylotion kommt bei mir, wie gesagt, gerade richtig gut gelegen. Wobei ich jetzt momentan die Bodylotion benutze, die ich als Limited Edition gekauft hatte, beim DM. Und zwar war das so eine mit so einer Nussart. Und da meinte ich, dass mich das sehr, sehr, sehr stark an, nicht Maca doch Macadamia-Nüsse erinnert. Oh ja, auf jeden Fall toll. Jetzt gucken wir erstmal weiter. Uli Breiter, Magic Serum, dermatologisch getestet. Ist natürlich ein bisschen verschmutzt durch die Streifen. Wunderschön, das hasse ich, weil davon werden meine Pfoten immer schwarz. So sieht das Ganze aus. Es kommt in einem Pumpspender. Sollen 50 Milliliter enthalten sein. Und das soll 12 Monate halten. Das milde, leichte Serum parfümfrei ist besonders gut für die empfindliche Gesichtshaut geeignet. Der Liftfaktor bildet einen hauchdünnen, feuchtigkeitsbindenden Film, der einen Straffungseffekt vermittelt. Eine Kombination aus mehreren feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen versorgt die Haut mit langanhaltender Feuchtigkeit. Durch den hocheffektiven Wirkstoff Matrixil wird bei regelmäßiger Anwendung eine sichtbare Antifaltenwirkung erzielt. Die Formel pflegt die Haut leicht, ohne zu fetten oder zu kleben. Oh, okay. Wollen wir mal gucken. Ach, man sollte das aufdrehen. Aha. Also es kommt auf jeden Fall gelartig daher.
Ist irgendwie meiner Meinung nach geruchslos. Fühlt sich aber sehr kühl an. Lässt sich auch sehr leicht verwischen. Und sieht so auf dem Handrücken aus. Es ist echt geruchsneutral. Und ja, ich glaube, wenn ich meine Cremes leer habe, kommt das dran. Dann hatte ich von NYX New York Color ist das. Sagt mir auch noch nichts, habe ich auch noch nie gehört. Kiss Gloss. Und das soll die Farbe 537 B-Ray Berry sein. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut, dass die immer darauf achten, dass die Hygienesiegel da sind. So. Okay. Also er sieht jetzt so an sich aus. Ist hier mit so einem Tubenkopf. Gibt so leicht Farbe ab. Ganz leicht gibt da die Farbe ab. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Ich habe da jetzt so keine Kirsche rausgerochen, aber er riecht fruchtig. Oh, schon wieder mal Handcreme. Das kommt echt gut. Bare Beauty Concepts Feigenhandcreme aller Hauttypen. Schutz und Pflege mit Feigenextrakt und Urea. Oh. Okay. Da ist auf jeden Fall Shea Butter mit drin. Das ist sehr gut. Ja. Da ist kein Hygienesiegel dran, das heißt, da kann ich sofort dran riechen. Das riecht meiner Meinung nach nach Vic Blau Bonbons. Boah. Ja. Kommt auf jeden Fall so normal weiß. Ist nichts Spektakuläres in dem Sinne. Ist total uninteressant. Aber ja. Dann müssen wir verteilen. Oh. Das riecht wie Fruchtgummis. Das riecht wie zu lang liegen gelassene Fruchtgummis. Oh Gott. Boah. Also, ob ich mit dem Geruch was anfangen kann, das weiß ich noch nicht. Ich werde ihn natürlich, wenn es soweit sein sollte, benutzen. Oh, ja, mit der Nase da auch noch rein. Geil. Nee. Riecht irgendwie nach diesem künstlichen Weingummi, was es gibt von London oder so heißt diese Marke. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt so, ob die Haut dadurch zarter wird, kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Muss ich halt, wie gesagt, ein bisschen länger testen. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt wäre ich hier von dieser einen Marke Nagellack drin, aber nein, ist nicht. Wir sind gleich echt schon durch. Also fünf Produkte sind das wirklich. Da ist noch keine weitere Beilage irgendwie mit drin. Auf jeden Fall ist da vom Miss Sporty Fat Fat Rouge Up to 7 Days. 8 ml sind das. Coty Paris Made in Spain. Das ist wohl die Farbe 13. Ist hier so ein Nagellack drin. Und das ist so ein helles Orange. Und das passt meiner Meinung nach jetzt auch gerade super zu dieser Jahreszeit. Ich denke mal, da werden die sich deshalb auch so für diese Farbe entschieden haben.
Extra Right Effect, ROR, Pastel Shaders, Advoiler French Manicure. Ja. Eine schöne Farbe. So. Jetzt sagen wir noch schnell was zu den Preisen. Und dann kommen wir schon mit der Pinkbox wieder einmal durch. Uli Brighter Magic Serum 19,95 €. Das sind 50 Milliliter. Oh mein Gott. Bernard of Hollywood Marilyn Body Lotion Reisegröße 4 €, 200 Milliliter. Miss Sporty Et Voila French Manicure Nagellack Originalgröße 2,95 €, 8 Milliliter. Geht eigentlich noch. Nike. New York Color Kiss Gloss Originalgröße 4,95 €, 9,4 Milliliter. Und Bare Beauty Concept Originalgröße 2,90 €, 30 Milliliter. Ja. So, das war mal wieder die Pinkbox für den Monat Oktober. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich habe mir vor ein paar Tagen den Föhn von Udo Walz bei Saturn gekauft, weil ich hatte mir meine Haare gewaschen und wollte sie föhnen. Und da stellte ich fest, dass mein Föhn keinen Mucks mehr tat. Also er hat überhaupt keinen Ton mehr von sich gegeben und das Blatt, was sich da drin befindet, das hat sich hinten auch nicht mehr gedreht. Also er war tot und ja, es musste ein neuer her. Ich bin dann bei Saturn reingegangen, habe mir da verschiedene Föhne angeguckt, habe da auch wirklich sehr schöne Modelle gefunden, nur war das irgendwie typisch, weil die Modelle, die ich interessant fand, die gab es nicht mehr, die waren alle schon vergriffen. Und ja, mir ist dann der Föhn von Odo Walz ins Auge gesprungen. Der ist auch mit Eon. Und den habe ich mir auf jeden Fall für 30 € mitgenommen. Den kann ich euch, falls das Interesse bestehen sollte, ja nochmal irgendwie in einem anderen Video zeigen. Oder ich mache zu dem Föhn eine Review. Je nachdem, wie das Interesse bei euch vorhanden ist. Auf jeden Fall könnt ihr mich das wirklich gerne wissen lassen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.